So, Pirates, das kriegen wir wieder hin. Ah, ist doch nur Oh, Scheiße. GI, GI. Hello, GI. Wow. Junge, was will der denn von Hinten uns? Sofort runter. Runter? Runterdeckung da! Wieso runter, GI? Private Krieger, gehen Sie mal hin und fragen Sie nach Informationen. Kein Bock, dass das Schwein sich hochjagt. Ja, und jetzt noch nicht dahin. Mach bloß keinen Scheiß, Alter! Huh? Weiter! Weiter! Der Typ hat Bobby beleidigt. Kennen Sie schon Steph Sergeant Barnes? Negativ. Ist alles okay bei Ihnen? Wie klingen Sie komisch? Negativ! Das hat schon ein paar zu Ihnen bestätigen können, dass solche Situationen manchmal auftreten und dass es notwendig ist, schnell zu handeln. Wir sind auf einem offenen Feld, haben keine Ahnung, was der will. Wir machen da nicht lange rum. Ja, das ist okay, verstanden. Genau, ich weiß nicht, ihr wart ja letztes Mal beide dabei. Du warst auch letztes Mal dabei, Nacker, gell? Samstags. Five, rally up. Nacker! Scheiße, du bist gar nicht Nacker, du bist Markus. Fireteam Bravo, für Fireteam Alpha, komm. Bravo, ja. User disconnected from your channel. Hat einen erneuten Feindkontakt mit Drogen ausgeschalten. Lieutenant Barker meldet erstmal seinen Rückzug. Wir rücken jetzt weiter vorkommen. Auch wenn ich nicht Nacker bin. Ja, hast du verstanden, mit dem Wagen zieht sich zurück. Komm. Suche. Der Vorname von Corporal Krieger lautet Kevin Manuela Krieger. Komm. Ja, also statt Kevin Manuela Krieger, ich hab's gewusst, dass die Typen Homo ist. Falls wir mit Kilgore nochmal sprechen sollten, ja, Helikopterverlust kann man verschmerzen, Surfknöpfen somit gefunden werden. Komm. Was, die haben so verstanden, Lieutenant Hillende. Ja, die haben Hubschrauber. Ihr versteht das nicht. Ihr versteht das nicht. Ja, das ist so hardcore für den. Ich weiß nicht. Ich hab davon nur gelesen. Fallteam Alpha für Fallteam Bravo. Ich bin wieder Fuchs. Ja, Bravo, ja. Fallteam Alpha ist am Treffpunkt eingetroffen. Komm. Ah, die ist am Treffpunkt. Ja, so verstanden, Alpha ist am Treffpunkt. Komm. So verstanden, wir warten auf ihre Ankunft. Fallteam Alpha, Ende. Ja, so verstanden. Ey Leute, wir haben ein Problem, Alter. Vor lauter Verzählen laufen wir in die falsche Richtung. Oh, was ist das denn für ein Geräusch, Alter? Was war das? Okay, wir müssen in die Richtung. Ja, Alpha für Bravo, komm. Alpha hört, komm. Ja, ich hab kurzzeitig mal die Führung hier an Kevin Manuela weitergegeben. Jetzt sind wir in die falsche Richtung gelaufen. Aktuell 470 Meter bis zum Treffpunkt. Schlage vor, dass ihr schon mal weiter ausrückt. Wir sind so schnell wie möglich da kommen. So verstanden, ich werde Private Johnson zum Auskundschaften vorschicken. Ich werde mich mit Private Johnson. Du läufst jetzt in die falsche Richtung. Richtung, ja? Der westlichen Flanke begeben. Ach, komm. Ja, so verstanden. Ja. Return to formation. Ja, Bravo nochmal alles verwerfen. Was ist das für eine Stimme, die ich manchmal höre? Hören Sie die auf? Keine Ahnung, Alter, ich weiß, ich bin gerade so gefickt, mein Hirn. Die ganze Zeit der Hund neben mir, den heißen Atem am Arm, weil er mit Keks will. Ja, ich drehe noch durch, Alter. Six, rally up. Der Dschungel macht Leute verrückt. Ist so, Alter. Naja, auf jeden Fall meint er dann so, ja, bleibt mal bei 8 Meter. Ja, dann habe ich gedacht, oh, okay. Dann ist das so. Jetzt hier, 6 Schuss ins Magazin, Waffe holstern, Ziel, wenn du soweit bist, dann 6 langsame Schüsse ins Ziel, lass dir Zeit, platziere die gut in die Mitte und dann
Machen bitte nach die nächste Übung. Ich denke, das ist alles klar, Alter. Ich die 6 Schuss reingemacht, Magazin Waffe geholstert, ne? Ich zieh raus, gebe einen langsamen Schuss ab, gebe einen zweiten langsamen Schuss ab, denkt mir, fuck you, Alter, die letzten vier knapp 0,7 Sekunden rausgeschossen, was war's endlich? Wir laufen die Meter nach vorne, einer oben Brustkorb, so knapp unterm Hals, ja, der zweite links, also linker Lungenflügel, wäre komplett gefickt. Und die anderen vier genauso Herzregion mittig, Alter. Dann hat er gemeint, ich glaub, oh, die vier waren gut, dann gesagt, ja, das waren die schnellen. Ah, das glaubst du doch noch nicht, dass die Stellen so präzise waren. Ich sag doch, wenn die Waffe einmal gerade ist und ich gebe vier gleichmäßige Schüsse ab. Also, weißt du, die Privates, da denkst du auch so, scheiße, Alter. Bravo und voll Spaß. Oh, GI, ihr seid in unserem Dorf. Hallo, GI. Endlich, GI! Frankie, du bist so ein Wichser, Alter! Ich denk mir so, komm, bist du mal nicht so asozial und schießt wieder einfach die Zivilstab. GG will play it, Alter! Den, wir haben ihn da. Leben. Weißt du, der... Der Hill kommt jetzt zurück und dann denkt ich auch, was hier passiert, ey. Ja, wir haben ein Problem, der Frankie ist ein Mixer, der hat nicht gecheckt, nur so, dass du AFK bist, ja. Da sind ja gerade drei Zivilisten mit Sprengwesten reingerannt. Okay. Ja. Und ich hab mich halt an deinen Rat gehalten, sei mal nicht so ein Assi und so weiter, hab mir den Feuerbefehl direkt gegeben, auf einmal rennen sie los, ja. Dir ist klar, was das heißt, ja, also. Captain, ich bin sehr betrübt darüber, was Ihnen passiert ist. Ja, ich bin auch sehr betrübt darüber. Hätte ich mich an meine eigenen ja, Prinzipien gehalten, oh, ist nichts passiert. Hat irgendjemand hier überlebt? So verstanden. Da hinten liegt noch einer, ja, da hinten ist Private Smith gedämmt. Alter. Wo liegt Private Smith? Ah, da. 2-0-0. Aber wie Frankie am unsichtbar rum. Explosionsradius small. Würdest du mich schnappen? Das war small. Guck mal, hier explodiert. Ja, hier statt dich. Hier fallen wir oben, wirklich? Es war auf jeden Fall small. Fuck, Alter, wofür habe ich Explosionsschutzrüstung gemacht? Ja. Sie sind dafür verantwortlich. Sie laufen jetzt 5 Runden um das Dorf, bevor wir aufbrechen. Abmarsch. Abmarsch. Leutkrieger. Was soll ich sagen, Manuela? Danke für das Abfragen. Ich habe mir vorhin gefragt, wie sein Name ist. Hat gemeint, wer wohl nicht drinne, Classified Data und so weiter. Stimmt, dass ich raus hier. Lass von euch mal flitzen. Kevin Manuela. Hätte ich das gewusst, wäre ich am Hund gegangen. Gell, Damon? Ich hoffe sehr, dass das Surfboard bald gefunden wird, tatsächlich. Ja, ich hoffe es auch. Aber wie gesagt, wenn der Typ so viel Helikopter ransetzt, ja, und dem es scheißegal ist, was alles verloren geht, was glauben Sie, was wär, wie der uns belohnen will, wenn wir so ein scheiß Surfboard finden? Auf allem haben wir 20 Marines abgesetzt. Das sollte ja wohl reichen. Auf jeden Fall. Also halt ein Squad werden sich hoffentlich gut genug einteilen, um da den Strand gut abdecken zu können. Und ich muss bald ein C-Team losschicken. Wir besitzen kein Zielteam mehr, Captain. Haben doch vorhin jetzt ausgeflogen. Ja, dieses Zielteam untersteht aber leider nicht unserem Kommando. Das gehört zu einer anderen Basis. Das ist vollkommen richtig, aber wenn der Tim Kemmel Kilger diesen Leuten sagt, die sollen mit ihrer Taucherrüstung mal den Strand absuchen, werden die das machen. Im Moment befindet sich noch nicht noch Staff Sergeant Barnes bei uns. Ja, positiv, aber den würde ich nicht auf sowas ansetzen, ne? Verstanden. Stattdessen haben sie ja jetzt gemeinsam dieses Cold War Ding da mit irgendwelchen Entwicklern. Ja, also ich werde mir das Contact DLC irgendwann mal holen, aber dieses Cold War DLC, das lässt mich so kalt. Ja, vor allem sie schreiben sogar.
Oh Gott, ich hab's jetzt erst geschafft. Ich hab's auch erst jetzt geschnallt, Alter. Das war nicht mal Absicht. Cold War lässt mich kalt. Da ist sogar noch der Fahrrad von der Planetenkasse-Typ. Erdeier dann, ich hab mich drauf. Alter, den Typ muss ich jetzt weg. Das ist der richtig crazy. Wir werden an der Bahn gelassen. Komm ein! Wollen wir es lang gehen? Du fährst bitte geradeaus. Da so richtig genau, ja. Ich krieg auch mit dem SOD noch. Soll ich anhalten oder fahren? Hey, Squid, was geht ab? Alles klar, ich fahr vorbei. Wir sehen uns! Ja, ja. Du musst nicht überfahren, ne? Das hat dein Kumpel hier vorgeschlagen. Du hast gar kein Überfahren. Biff, erstmal, das war cooler als jeder Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ey, Krieger, was hast du denn da in der Hand? Was hast du das her? Die M60 für Arme, oder was? Eieiei. Ich fuck, ich kann nicht mehr, ich bin außer Puste. Hör mal! So, weiter. Ja, ich auch, machen wir kurz Pause hier. Kurz Pause ist gut. Holy Scheiße. Ah, weg! Laufen Sie! Oh. Ja, Kriegerarzt hat sich neu. Hilfe! Oh! Das war aber knapp. Scheiße, sag doch, dass sie den... Geh da weg, Mann! Ah! Markises, kommen Sie! Ich kann sie da nicht holen. Ah, ich verbrenne meine lebendigen Lappen. Ah! Oh, das hat mich auch erwischt. Alter, seid ihr gerade alle wegen dem Feuer? Ah, das Feuer, ja. Es kommt. Ich war oben und während des Wegrennens hat das ganze Gebäude verbrannt. Ich muss mal das Fenster runterkurbeln, damit ich was sehe. Du kannst den großen Funk ruhig mal auf Lautsprecher machen, ne? Junge, was geht da ab, ey? Die werfen doch nach, Alter, gib Gas. Alter, was fliegt denn da oben rum? Ja, die schmeißen noch mehr Zeug nach. Hey, das ist das jüngste Gerät. Ey, sind das alle? Das sind alle, ja. Was ist mit Johnson? Naja, der hat sich herausgestellt, dass er in der Gefangenschaft von Chris überredet wurde, sich ihm anzuschließen. Gut, weil sonst hätte ich das jetzt übernommen, das war mir auf jeden Fall jetzt klar. Also, im Norden, das ist in der Tempelanlage, NVA, Vietcong, Leute aus der 4. Infanteriedivision, paar Leute von Griffin Squad, da ist alles dabei, ich habe mich da nachts reingeschlichen. Major Russo habe ich gesehen, Lieutenant Griffin habe ich gesehen. Wenn ihr die zwei seht, glaubt denen kein Wort, was auch immer die erzählen. Alles klar. Auch Russo. Und ja, Blue, damit kenne ich mich aus. Colonel Kurz war auch da. Und dieser Kerl, ich gehe da nicht mehr rein. Der hat mich gesehen. Der hat mir einfach in die Augen geguckt. Als wäre nichts gewesen. Also Leute, eure Mission. Ihr macht es schon. Oh, ja. Was? Ich wollte sagen, das wird ein kurzer Aufenthalt, aber... Der hat's noch einen. Was war das denn jetzt? Was? Ja, ab, Mann. Wer hat ihn jetzt gerade erschossen? Der hat sich selber. Achso, was?
Oh mein Gott, ich will ja nur noch so weg. Die lassen nicht das mal vor, mir wird extrem krasse Scheiße in dem Tempel abzugehen. Ey, warum hat er das gemacht? Die Pistole. Ja, ich glaube, das können wir ihn nicht mehr fragen, oder? Wutz? Sag mal, Wutz. Hast du noch Infos? Das war ja auch selten dämlich. Sorry, Carter, ich glaube, wir sollten uns...